Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Jetzt nicht mehr auf der nordfriesischen Marsch unterwegs, sondern auf der The Valley, The Old Farm im Original von Black Sheep Modding. Umgebaut hat das Ganze aber Hannibal 22 von den Forbidden Mods. Dementsprechend spielen wir hier die Version 2.0.2.0. Ja, der Hannibal 22 hat hier ein bisschen was geändert. Was es im Einzelnen ist, werde ich euch im Laufe der Folge noch erzählen. Eine der ersten Änderungen sieht man hier sofort. Dieser Guide, sag ich mal, hängt jetzt nicht mehr in der Werkstatt, wie das noch zu sehen war bei mir in der Map-Verstellung, sondern hängt jetzt hier direkt im Haus. Schau mal, hier kann man sogar fegen. Staubsauger. Hier hört man hübsche Musik. Nicht ganz meine Musikrichtung, aber okay. Jedem das seine, mir das am meiste. Genau. Ich habe mich entschieden, ein neues Projekt zu starten. Nordfriesische Marschen selber bringt mir zwar noch massig Spaß, werde ich auch definitiv im Singleplayer weiterspielen, so für mich, vor mir hin. Aber anscheinend ist euer Interesse da stark gesunken. Dementsprechend dachte ich mir, schaue ich mal nach was Neuem. Ist ja generell auch kein Thema. Handelt sich hierbei auch um eine verdammt schöne Map. Umsonst habe ich sie ja nicht letztens schon vorgestellt. Oh, schau mal, hier sogar mit ein bisschen Rotlicht für die Hühnchen. Für unsere Chicken Wings. So, wir schauen mal, was sich so ein bisschen geändert hat. Also der Start-Fuhrpark ist, glaube ich, gleich geblieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Klein, aber fein. Es sind einige Sachen dazu gekommen, weil man einige Teile erst kaufen muss, wie zum Beispiel hier diese Käserei. Die wird man im Laufe des Spiels erst kaufen können mit dem nötigen Kleingeld. Man sieht schon, er hat hier so ein bisschen die Symbole auch angepasst und geändert, so in seinem Style, finde ich sehr schön und alles schön übersichtlich. Es sind weitere Fruchtsorten gekommen: hier Mischgetreide, Dinkel, Hirse, Wintergerste, Beisubstrat, Nitramen etc. Es gibt neue Verkaufsstellen in Form von Sachsenmilchbäckerei, Deiner, Raiffeisen, Agrolife, Biogas, neue Verkehrsschilder. Kleine und große Produktionen in Form von Saatgut, Kalk, Flüssigdünger, Biodiesel, Getreideschrot, Kompost, Haarmilch, Käse, Kopfsalat, Gurke, Tomaten, Mischfutter, Schweinefutter, Klärgrube. Ja, dann eben die erwähnten kaufbaren Objekte, um die Langzeitmotivation zu fördern. Man kann sagen, was man will. Er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, um das Ganze eben auch so zu gestalten, dass man nicht nach 2 Tagen keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Oder auf diesen Spielstand. So, bevor wir anfangen, machen wir erstmal hier ein paar grundlegende Einstellungen. Pflanzen sterben aus, pflügen notwendig an, aber da langt eine Pflegestufe. Zeitskalierung gehen wir jetzt erstmal auf, ja, wobei können wir ruhig auf 5 lassen. Dann schauen wir mal, was wir haben. Tiere haben wir noch keine. Feldermäßig. Haben wir hier oben die 2, die 25, 26, 93. Das meiste ist tatsächlich erstmal Gras. Hier oben auf der 2 haben wir den Körnermais. Der ist auch erntereif, das heißt, den holen wir dann heute als erstes mal runter. Aber wir hatten, glaube ich, gar kein Maisgebiss. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Und zwar werden wir uns, ich glaube, das war hier. Genau, der passt an unseren Axial. Allerdings mag ich sowas ja lieber in Schwarz. Also kaufen wir den in Schwarz. Steht beim Händler bereit. Das heißt, wir steigen den jetzt hier ein. Machen erstmal dieses blöde Drive Control wieder aus. Legen hier unser Schneidwerk erstmal ab, weil wir uns ja das Maisgebiss holen werden. Mit dem habe ich noch nie gearbeitet. Das ist tatsächlich Premiere für mich.
Das heißt, den werden wir jetzt erstmal holen. Danach geht es dann direkt los zur Maisernte. Bis wir dann da sind, das dauert ein kleines bisschen. Ist ja nicht der schnellste hier, unser Gutster. Ja, was noch an Erweiterung oder an Ergänzung dazu gekommen ist, man kann tatsächlich für seine eigenen Felder die entsprechenden Zäune ausschalten. Da hängt dann so ein kleiner Kasten, ähnlich wie bei so einem Stromzaun, sag ich mal. Elektrozaun. Da kann man dann die Zäune ein- und ausschalten. Natürlich ganz praktisch, gerade bei der Ernte und auch helferfreundlich und so. Von daher gar nicht ganz verkehrt. Ansonsten, ich meine, es war auch vorher schon eine sehr schöne Map. Der Himmel ist jetzt dynamisch geworden. Das heißt, die Wolken bewegen sich so ein bisschen. Es geht also weiterhin schön bergauf, bergab. So wie man sich das eigentlich wünscht. Oder je nachdem, welche Region man spielt. Ich meine, es gibt ja flache Regionen, da ist das nicht der Fall, ist ganz klar. So war es ja auch in Nordfriesland. Aber hier zum Beispiel ist es halt. Ja, gehört es halt irgendwie dazu, finde ich. Das macht den Charme dieser Map aus. Unter anderem. Ich meine, hier auch die schönen großen Waldstücke, wo man richtig schön dann demnächst ins Forst gehen kann. Müssen wir mal schauen, wo sich dann am ehesten hier zu Beginn ein bisschen Geld mitmachen lässt. Denn besonders üppig ist das Startkapital ja nicht. Das heißt, eine unserer ersten Hauptaufgaben wird es wirklich sein, erstmal hier ein bisschen ranzuklotzen, um dann nach und nach die Produktion auch zum Laufen zu bringen. Mal schauen, wer diesmal dazwischen kommt. Das ist nun schon der dritte Versuch einer Aufnahme. Die anderen Male kam irgendwie immer irgendwas dazwischen jetzt die Tage. Ja, diese Map wird dann auch die Sendezeit von der Nordfriesischen Marsch einnehmen. Das heißt, montags bis freitags in der Regel, so gegen 17 Uhr wird es online kommen. Entsprechende Link zum Download etc. findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Des Weiteren habt ihr ja gemerkt, war es die letzten Tage doch recht ruhig um mich. Ich habe mich da etwas zurückgehalten. Zum einen hatte ich Besuch, zum anderen habe ich an unserer Homepage gebastelt. Auch den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach, dass man mal so einen kleinen Überblick hat, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt. Nein, es gibt dort kein Foto von Isa, aber ihr wisst ja, Schweizer Nummernkonto und so. Ich warte nur auf eure Gebote. Schauen wir mal. Nein. Ja, des Weiteren haben wir Zuwachs bekommen in unserer Familie quasi. Der Joda wird uns jetzt zukünftig unterstützen. Vorrangig die Isa in Altkirch. Hin und wieder auch bei den Livestreams dabei sein. Freuen wir uns tierisch drüber. Super netter Kerl. Auch wenn er aus Österreich kommt. Hat deutlich mehr Erfahrung wie wir, was uns natürlich da auch zugute kommt. Aber ansonsten super sympathisch. Kann ähnlich sarkastisch sein wie wir und ironisch. Kann auch mit unserem Humor gut um. Ich meine, der eine oder andere dürfte ihn gestern im Livestream kennengelernt haben. Ja, ich glaube, das passt. Ich glaube, mit dem werden wir eine Menge Spaß haben. Hoffen wir mal, dass er uns ein bisschen erhalten bleibt. Oder wir ihm. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber ich glaube, mit dem haben wir einen recht guten Fang gemacht. Der hat auch Bock drauf. Mal schauen, was da so draus wird. Das dürfte auf jeden Fall recht interessant werden. Die Macht sei mit uns. Kann ja nur besser werden. Ansonsten habe ich gesehen, wir marschieren gerade steil auf die 100 Abonnenten zu. Geile Sache, Leute. Weiter, weiter, weiter. Werbung, Werbung, Werbung. Ihr dürft fleißig weiter Werbung machen für uns. Oh, schau mal, das ist ein Goldnugget. Nehmen wir das doch gleich mal mit, oder? Fling, du hast ein Goldnugget gefunden. Wäre natürlich auch geil, hier die 100 Goldnuggets einsammeln. So als Startkapital quasi. Hm.
eigentlich, als wenn so ein Bauer in echt so eine Ölquelle bei sich auf dem Feld findet und die an irgendeinen Scheich vertickt. So. Der große Moment. Ja, bin tierisch gespannt. Das erste Mal, dass ich tatsächlich so Mais abrupfe. Kommt da nicht sogar Häckselgut oder irgend sowas bei rum? Irgendwie sowas war da doch, bin ich der Meinung. Gucken, ob hier was steht. Stroballage ausschalten. Nö. Drescher aufklappen. Okay, das kann man da schon mal machen. Gerätewahl, Schneidwerk senken. Nee, das brauchen wir jetzt noch nicht. Da ist frei. Und oben hat keiner zu kommen. Weiter geht's Richtung Biogas. Biogas liegt ja in der Nähe von unserem ersten Feld, was wir dann heute beackern wollen. Ihr hattet so die Möglichkeit, jetzt auch die Map nochmal so ein bisschen zumindest grob zu sehen. Ich wollte euch da jetzt auch nicht zu viel nochmal zeigen, weil, wie gesagt, diese Map-Vorstellung selber hatten wir ja erst. Auch wenn sich hier ein bisschen was geändert hat, aber das Grundlegende ist ja doch dasselbe geblieben. Sind halt nur ein paar weitere Funktionen dazu gekommen. Im Endeffekt, es wird hier und da ein bisschen grafisch aufgehübscht. Aber ansonsten alles beim Alten. So, da sind wir. Das ist eine ganz schöne Weltreise mit dem Teil hier rüber. Das zieht sich ja doch ewig. So. Ey, sag mal, bist denn du für ein Vollhorst? Ich glaube, Takt. So, senken. Warte mal. Schneidwerk heben, abkuppeln. Nö, jetzt müssen wir das Ganze hier anschalten. Siehst du, mir war das so. Sieht schon gemein aus. Da möchte ich jetzt persönlich nicht reingeraten, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt hier blöd zu sehen, gerade so ein bisschen. Uah, wo fahren wir denn hier hin? Ich sehe nichts. Ah, ab durch den Dschungel. Ich glaube, wir lassen jetzt hier auch tatsächlich ein bisschen was stehen gerade. Aber gut, das müssen wir dann nachher nochmal nachkorrigieren. Wie gesagt, ich sehe gerade echt kaum, wo ich hinfahre. Hallo? Wie weit geht denn das Feld? Ich bin gleich Ende. Da vorne ist das Ende. Ende erreicht. So, jetzt sieht man noch ein bisschen was. Drescher abschalten, Rohr ausfahren. Nö. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein, zwei Runden Vorgewende fahren müssen. Vorher kann ich hier keinen Helfer aufjagen. Und dann müssen wir nachher aber auch schauen, dass wir da jemanden zum Abtransport rankriegen. Müssen wir erstmal gucken, wo den Kram nachher überhaupt loswerden. Arbeit, 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 Arbeit. Ja, genau das ist der Grund, warum man sich im Vorfeld normalerweise über eine Map ausführlich informiert. Ich mache es nicht. Learning by doing ist die Devise. Ich bin da ein großer Freund von, sich einfach überraschen zu lassen, was kommt. Vorbereiten kann ja jeder. De, de, de.
Sieht schon cool aus, wie er sich da durchrackert. Stelle ich mir jetzt mit einem noch größeren, mit so einem fetten Glas und einem entsprechenden Maisgebiss davor, stelle ich mir das noch cooler vor, also eindrucksvoller, imposanter. Ups, da wären wir jetzt fast in die Hecke gefahren. Nein, ich bin in die Hecke gefahren, ich weiß. Ich sehe wieder die Hälfte stehen hier. Ja. Da pflügt er sich hier durch. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Vater mit seinem Kind. Okay, da wurde nur das halbe Feld gesät. Auch nicht schlecht. Okay, dann wollen wir da gar nicht weitermachen gerade. Von außen schon ein bisschen mehr sieht. Oh, guck mal, was da stehen geblieben ist an der Seite. Das kannst du gar keinem erzählen. Und hier mit dem Auf und Ab ist es schon cool gemacht. Oh, ich brauche halt gar nicht Gas geben, der rollt ganz von alleine hier runter. Ja, mit dem Feld denke ich mal, werden wir noch ein bisschen zu tun haben. Das zieht sich noch ein kleines bisschen hier. Aber gut, gerade am Anfang ist das ja auch recht normal. Dann werden wir uns mal Gedanken darüber machen, welche Produktion wir als erstes anwerfen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wichtig war jetzt erstmal, dass wir das hier runtergerupft kriegen. Wird auch wieder Platz haben, um dann entsprechend für unser neues Projekt, also was heißt neues Projekt, für unsere erste Produktion gegebenenfalls sehen zu können. Ah, hier unterstützt er hier GPS. Ich glaube. Halt auch eine sehr begrenzte Spannweite hier. Das ist mit dem Schneidwerk natürlich ein bisschen angenehmer. Da hast du ja eine Arbeitsfläche von ja, circa dem Doppelten, sage ich mal. Wahrscheinlich etwas übertrieben, aber. So ungefähr dürfte sich das denn doch gestalten.
verstehe bloß nicht, warum hier die Ecke nicht komplett ausgesät wurde. Keine Ahnung, da ging ihm wohl das Saatgut aus. Aber das weiß, kann einem wohl niemand beantworten. Aber geschichtlich gesehen, also wenn wir jetzt eine Story erzählen würden, könnte man das durchaus meinen. Ups, ich schaue gerade mal so auf die Uhr und stelle fest, unsere erste Folge ist jetzt leider schon wieder zu Ende. Zeit ist verflogen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Hoffe, ihr begleitet mich ähnlich treu wie bei der nordfriesischen Marschen hier auch auf The Valley, The Old Farm. Und freue mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dato, tschö mit Ö.